In dieser Übung wird gefragt, dieses Integral zu berechnen. Das Integral von 0 bis Pi Drittel von Tangens von x dx. Das heißt, hier wird gefragt, diesen Flächeninhalt zu berechnen. Um dieses Integral zu berechnen, bestimmen wir zuerst eine Stammfunktion vom Tangens von x. Der Tangens von x ist definiert als Sinus von x geteilt durch Cosinus von x. Wenn wir Cosinus von x ableiten, dann finden wir minus Sinus von x. Also werden wir diese Stammfunktion per Substitution bestimmen können. Wir substituieren und stellen u gleich Cosinus von x. Die Ableitung von dieser Funktion u gegenüber der Variablen x ist also minus Sinus von x, was heißt, dass du dasselbe ist wie minus sin x dx. Also können wir hier oben per Substitution verfahren und finden so sofort als Stammfunktion minus, dieses Minus, ln vom Betrag von Cosinus von x. Diese Stammfunktion führt ja zu Stammfunktion von 1 auf u du. Und diese Stammfunktion, das ist ln vom Betrag von u, also letztendlich ln vom Betrag von Cosinus von x. Da wir eine Stammfunktion gefunden haben, können wir diese Stammfunktion von 0 bis Pi Drittel variieren lassen, um dieses Integral zu berechnen. Das bedeutet, hier ersetzen wir zuerst x durch Pi Drittel, so erhalten wir eine Zahl, dann ersetzen wir x durch 0, so erhalten wir eine zweite Zahl und diese zweite Zahl ist von der ersten Zahl zu subtrahieren. Also finden wir minus ln von 1/2 minus minus ln von 1. Ln von 1 ist 0, also entfällt dieser Term. Ln von 1/2, das macht ln von 1 minus ln von 2. Und da ln von 1 0 ist, bleibt letztendlich nur noch ln von 2 übrig. Dieses Integral ist also ln von 2. Dieser Flächeninhalt beträgt also ln von 2. Der numerische Wert von ln von 2 ist ungefähr 0,69315, sagen wir ungefähr 0,7. Dieser Flächeninhalt beträgt also ungefähr 0,7. Aber 0,7 was? 0,7 Einheitsquadrate. Das heißt, dieser Flächeninhalt hier ist 0,7 mal so groß wie dieser Flächeninhalt, was mit der Zeichnung übereinstimmt. Unsere Antwort hat also große Chancen, richtig zu sein. Sie ist richtig.